Servus Gamer und Gamerinnen, willkommen zu einer neuen Folge, ich glaube Folge 8 von Damian 1998. Wir sind jetzt hier immer noch im Krankenhaus und ich habe immer noch Probleme, glaube ich, meine Pistole nachzuladen. Weswegen ich auch gerade den Jan frage, der ist schon ein bisschen besser dann im Spiel auskennt. Der ist nämlich gerade im Chat, das sehe ich, das ist super. Jan, kann ich die Pistole, ich habe zwar Munition für die Pistole, aber kann ich die nur nachladen, wenn ich noch ein Magazin für die habe? Weil der ladet einfach nicht nach. Das ist ein Riesenproblem. Das war letztes Mal schon passiert. Ich hoffe, er antwortet. Weil ich habe mich schon doof geklickt und habe keinen Bock, mich da durchzugoogeln. In der Zwischenzeit schießen wir mit der Schrotflint und werfen wir trotzdem einen Blick auf die Karte. So, erstmal kurz in der Steuerung. Wir sind hier. Kann ich die auch ranzoomen? Nee, kann ich nicht. Okay, wir sind hier. Ich gehe jetzt einfach mal... Oh ja, da sind noch alle Türen zu. Wunderbar. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Elektronisches Schloss ist aktiv. Oh, Ladezeit. Ah, das schreibt er. Das waren Games von Mega... Achso, das war von vorhin der Frage noch. Nach 25 Jahren ist jetzt der vierte Teil erschienen. Geh auf die Kugeln und drücke dein X, für auf die Waffe zu kommen. Und dann kannst du kombinieren. Servus, Beutel, mein Guter. Ja, da bin ich. Jetzt gucke ich mal gerade mal, der Jan, der hilft mir immer weiter. Auf die Kugel, dann X. Und dann kombinieren. Das macht er aber nicht. Das ist das Problem. Und drücke dann X, für auf die Waffe zu kommen. Und dann kannst du kombinieren. Ah, warte mal. So. Kombinieren. Nenne Drop. Ah, jetzt. Ah, ich musste erst auf Kombinieren drücken. Und dann kann ich auf die Waffe. Sehr schön. Danke dir, Jan. Ah, noch ein kleiner Zug. Und Videosequenz. Oh, es geht ja schon gut los. Ey. Who said that? Stay where you are. Don't move. What the? Look for the intercom. On your left. My name's Atherton. Dr. Atherton. I'm the chief surgeon here at Sacred Heart. My men and I have shut ourselves in the ICU. Quite possibly the last safe refuge in this hospital. Maybe the whole town. What? Computerboxen volle Bulle aufgedreht, ey. What the fuck is going on here? Listen, Doc. I'm looking for someone. A real nasty son of a bitch who got here shortly before I did. Oh la la. You must be alluding to my latest patient. Latest patient? That's right. A real nasty son of a bitch indeed. He was the one who crudely dissected those security guards you've undoubtedly stumbled across. But alas, I managed to sedate him, and now he's tucked away, as snug as a bug in a rug, under my complete control. Nobody will meddle in this hospital's affairs. Nobody but me. Doc, open this goddamn door right now. That bastard's got an outstanding account with me, and I came to collect... No, I'm afraid not. Nee. You simply don't have the authority to make that decision. As you can see from what's left of my staff, I, too, have an account to settle with this man. Now, you listen to me. I ain't gonna tell you again. Open the goddamn door! However, es gibt Abis. Settling accounts seems to be your niche. So maybe we can reach some kind of understanding. What are you getting at? How should I explain it? Yes. As a result of this precarious and unpredictable situation, some matters of the utmost importance remain pending. As you can glean from the carnage out there, I can no longer rely on security due to your friend's sudden appearance. So I need you to handle it instead. Man, you are ich muss wieder alles machen. Insane or not, I have something you want. What you must do, sir, is go to the west wing of the hospital. Room 10, to be exact. Du liegst schon einer. What should I do once I get there? Don't be so rash, Mr. Walker. Walker? Texas Ranger. Oh, how appropriate.
aspect to the situation at hand. Getting there alive will be a big accomplishment in itself, Mr. Walker. Now you'd better skedaddle. I am not a particularly patient man, and my offer may be prone to expire. You can contact me using the intercom when you... better yet, if you make it there. By the way, that technological marvel that beautifully decorates your delicate wrist, the one you clearly stole, will be very useful. Very useful indeed. Feel free to buzz me on channel 27. I'll give you more details then. Godspeed. All right, I'll do it. Fucking fruitcake. Ha! So, wir müssen in den Westflügel. Und den ID-Tech-Chip beschaffen. So. Und den müssen wir dann nämlich mal anders hinlegen, bevor der die Tür aufmacht. Vielleicht mich mal noch. Oh nein. Bleib bitte liegen. Der steht sowieso erst dann auf, wenn ich jetzt da hinten irgendwie die Tür oder irgendwie. Munition, das ist schon mal sehr gut. Ich muss einfach die Tür aufmachen. Ach, wenn... Okay, ne, ich kann nicht. Gott sei Dank. So, bleib schön liegen. Ich verpiss mich, ne? Kann man die auch wieder zumachen, die Türen? Und dass der mich gleich schon mal irgendwie... Aber hoffentlich hat die automatische Tür... Komisch, geht die von... Ja, geht von allein zu. Wunderbar, wenn ich das funktioniert. Fühlt sich aus, als hätte ich irgendwas Ekelhaftes im Rücken. Irgend so ein Tumor-Wucher-Gewächs. Ich traue hier gar keinem, ne? Also ich. Beim Resident Evil kann man die wenigstens so schön mit dem Messer anpieken, ey. Aufputschmittel. So, ich muss ja die Karte. Also da kann man noch da in den Raum. Dann rechts in den Westflügel muss ich. Ich bin aber im Osten. Ich gehe mal einfach mal da gucken, was hier so los ist. Mal alles systematisch abarbeiten. Oder unsystematisch. Bin ich hier richtig? Okay, hier kann ich gerade aus. Exit ist wahrscheinlich nicht drin. Da hinten steht schon einer. Hier gehen wir gerade direkt mal einen mit. Also rechts, links hier. Bam! Gott. Die hat gesessen. Ich hoffe, der bleibt liegen. Ich glaube, dem hätte ich gar nichts müssten machen. Der wäre, glaube ich, doch gar nicht drüber kommen. Vielleicht aber auch doch. Und eine Kugel ist nicht zu schade dafür. Psychotropfen. Was machen doch die Psychotropfen? Bewusstseinserweiterte Droge. Müsste ich mal holen, ey. Dann kann ich vielleicht besser die Gegenstände erkennen oder so. Lüftungsschacht an der Decke. Oh nein, Alter. Seine Halluzinationen fangen wieder an. Passiert bestimmt noch irgendeine Scheiße neu mit den Halluzinationen. Oh! Bleibe bitte liegen. Oh ne, einer von euch muss doch aufstehen. Das kann ja nicht gut gehen. Ah! Bam! Okay, die Headshots da sind sehr gut. Aber ich hab nicht gedacht, der Busch wäre der Zombie und der wäre wieder aufgestanden da hinten. Ah, das Onkelchen! Servus, ahoi mein Guter! Schön, dass du einschaltest. Oh, der hat sogar gesessen. Eigentlich war der daneben, aber okay.
Voll das Ammo in die andere Richtung, nicht? Wenn man normal trifft und dann fallen sie nicht um. Boah, Alter, wie viele Türen, ey. Das ist voll das Riesenlabyrinth, das Krankenhaus. Damey, hast du 22 Stunden gebraucht? Okay, ich denke, ich würde auch nicht viel schneller sein. Ich habe beim ersten Durchlauf von so Games habe ich immer guten Respekt so davor. Schleiche immer lieber, suche alles ab. Speedruns kann man immer danach machen, ne? Oder mal versuchen. Bin ich eh sau scheiße drin, was Speedruns angeht. Dich sieh nicht, Kamerad. Du brauchst gar nicht zu meinen, ich sieh dich nicht. Pass mal auf, wenn er jetzt nochmal vorstreckt, kriegt er ihn mit. Komm. Bam! Nee, die sind eigentlich noch die brutale Munition drin. Warum die ganze Zeit mit einem Schuss umfallen? Nee, das ist die ganz normale Munition. Ich finde, das Nachladen ist immer noch geil gemacht. Es ist zwar nervig, aber es ist auch zum ersten Mal seit Ewigkeiten mal so richtig realistisch gemacht. So, da ist sonst nichts mehr drin. Die Tür lassen wir zu, den Zombie lassen wir liegen. Alter, hier liegen ganz schön viel von denen, ey. Wenn ihr alle gar aufstehen, dann ist ein Problem. Was gibt's denn noch für Nebenräume? Ich will dich nur Schreie hören. Ja, mal abwarten, bis jetzt ging's. Immer bin ich verschrocken, weil ich eine Tür aufgemacht habe und sich ein Zombie drin verpackt hat. Ah, hier komme ich nur zurück. Jetzt renne ich ja nochmal zurück. Muss in die Richtung. Aber es ist, ach, noch nicht wirklich viel passiert. Ich glaube, das Spiel, das ist echt noch nicht viel passiert, ne? Es sind halt ein paar Zombies, die momentan da sind. Aber ich glaube, da kommen auch noch andere Drecksviecher in dem Spiel vor. Dann gucken wir mal hier alles ab. Hier ist nix. Ich finde ja gut, dass wenig die Taschenlampe mal nicht direkt nur 2 Minuten leer ist. Ist immer nervig, wenn man dann Batterien suchen muss und so halb blind durch das Game läuft. Und das sieht doch schwer nur Endboss aus oder irgendwas, wo man dann Überfall gibt. Vom Horden, so ein Hordenmodus oder sowas. Was mit dir? Bleibst du liegen? Ja, danke dir. Ist immer gut, wenn ihr liegen bleiben. Ich Kugeln gespart. So, da komme ich nicht lang. Jetzt haben wir den Bereich mal ein bisschen abgedeckt. Geh mal links. Am Garten vorbei. Das Game sagt mir gerade überhaupt nichts, Onkelchen. Erinnert mich an Resident Evil, aber sieht echt recht interessant aus. Ja, also laut meinen Informationsquellen ist das ein Fan-Made-Game. Es sollte ursprünglich das Remake zu Resident Evil 2 gehen, von Fans. Aber da Capcom dann selbst ein Resident Evil 2 Remake angekündigt hat, ist dann ein eigenes Game draus entstanden. Deswegen ist das so ähnlich wie Resident Evil. Laut... Oh, ich höre gerade was. Laut meinen Informationsquellen. Ob das jetzt hundertprozentig stimmt, lege ich jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer. Aber ich höre hier so einen komischen Wackeldackel-Freund. Könnte auch sein, dass der da draußen ist. Komme ich da hin? Ah ja, komme ich hin. Ich brauche irgendein Werkzeug. Der Bolzenschneider. Hi, Schatz. Jojo-Großer. Ja. Meine zwei Liebsten. Frau gerade heimkommen, bringt der Sohnemann ins Bett. Die Lala, die Finway, einige von euch kennen sie ja auch aus anderen Streams. Oder die Lisa, wie ich sie nenne. So, jetzt gucken wir mal auf der Karte. Also ich habe zwei Auswahlmöglichkeiten. Einmal hier den Raum, einmal den anderen. Gehen wir erstmal hier hin. Einer von euch... Ja, sag ich doch. Das
Psychotropfen. Ich muss die einfach mal insetzen, damit ich weiß. Du Wichsding, Alter. Verpiss dich. Langt das? Aber das langt jetzt. Das langt immer noch nicht. Der langt jetzt aber. Komm nicht näher. Boah, okay. Gut. Nachladen. Das Invader Studio. Was habe ich jetzt gemacht? Nee. Oh, ich habe schon gedacht, die wären weg. Gott sei Dank. Hab ich gelesen. Ja, ihr seht ja, was Jan schreibt. Remake Resident Evil 2, so wie ich es gerade ungefähr erklärt habe. Ja, man muss zuerst wirklich immer auf kombinieren. So, zack. Eine, was haben wir da? Eine Kassette? Audioprotokolle, Dr. Jenkins. Das erinnert wirklich ans Krankenhauslevel von Resident Evil 3 jetzt mit der Audiokassette. Da liegt noch Munition auf der Toilette. Da hat einer seine Munition auf der Toilette hinterlassen und hat den abgespült. Dicker Krabalzmann. So, da rennen wir mal da unten aus. Ihr stehen doch auch auf. Da bleiben dann nicht alle liegen. Da, ich hab's gewusst. Rippel dich und komm her. Erstmal Sicherheit laufen. Und dann komm her. Eins. Oh, das war leicht. Er war nur mit einem Tuch bekleidet. Ein leicht betuchter Zombie. Oh, da steht er nochmal auf. Gut, da gehen wir hier hin. Da haben wir alle Möglichkeiten. Sam hier. Can you hear me, Doc? I'm in room 10. Mr. Mooker, what a pleasure to hear from you. Glad to know that you're still a fine specimen of good health. I can't imagine what you went through was easy. But the next step should be much easier. What am I supposed to do exactly? I don't see anything. Not to worry, Mr. Walker. You're in the right place. Da kommt da jetzt irgendwas. You can't see it. There's a special door in that room. Now approach the wall directly across from you with your DID. Was muss ich mich der Mauer? Geh da mal drüber. Ah, da piepst tatsächlich was. Hexacore Geheimräume. Ah, cool. Diese Räume können überall in Kensite gefunden werden. Sie werden von Hexacore-Agenten genutzt, um die Stadt aus den Schatten zu überwachen. Leck mich am Arsch, geil. Um diese geheimen Bereiche freizuschalten, benötigst du das DAG. Das Gerät fängt leise an zu piepen, wenn sich der Spieler einer Geheimtür nähert. Es ist empfehlenswert, die Standorte all dieser Spezialräume aufzusuchen. Okay, das ist geil gemacht. Ich wollte gerade sagen, also was hat's kostet? War neu im Store drin für 34 Euro, kann man gar nicht meckern, ey. Ich hätte viel schlimmere Quali erwartet. Is the body of one of my men, a cleaner, who decided to make a unilateral decision. What you must do is cut his right wrist and retrieve a small microchip implanted beneath the epidermis. A clean and simple procedure, wouldn't you agree? Now what the fuck else has to happen? Hidden doors, implants with damn chips? Mr. Walker, I want you to listen very carefully. There are many forces at play which, unlike myself,
you just aren't privy to. All you must do is do exactly as you're told, no matter how unsettling nor utterly unpleasant it may seem. Now hurry up and bring me that chip. Over and out. Ja. Ich würde sie stacken. Ah ja gut, mit Schach, mit Hülle und alles, ne? Das ist ja dann in Ordnung. Ich habe mir es jetzt als Download geholt. Gut, da ist das Handgelenk. Das benutzen wir als letztes. Erstmal gucke ich mich hier noch weiter in dem Raum um. Ah, Zusatzstoff. Wir müssen mal ein bisschen was kombinieren, sonst kann ich später nochmal nichts aufheben. Entwickeln wir als Grundlage für Stärke Aufputschmittel. Was kann ich denn das verbinden? Bewusstseinserweiternde Droge. Klein und kann also. Kann ich das kombinieren? Jetzt habe ich es getroppt. Nicht droppen. Kombinieren, Kamerad. Drop. Mit Use. Hä? Da steht's doch, Comp. Manchmal bin ich schwer vom Begriff. Ich habe keine Ahnung, ich kombiniere das jetzt einfach mal. Und dann lesen wir uns. Oh, bitte, das wird wieder viel Oh ja, bis drei Seiten. Ich fange wieder an, Freunde. Das kennen wir ja. Das Game ist richtig cool. Macht Bock. Dein Raid hat geklappt, Sascha. Ja. War zwar noch in meiner Vorbereitungsphase, aber trotzdem danke dir, mein Freund. Nämlich gerade noch mein Intro, mein Timer-Intro gelaufen. So, jetzt passen wir auf, vielleicht. Ich schau mal noch ein Schlückchen und dann lese ich vor. Drei Seiten, für die habe ich noch Geduld. Notizen VJ2 wird höchstwahrscheinlich der letzte aktive Proband von Phase 1 sein. Ein Dinosaurier gewissermaßen. Phase 1 wurde in den frühen 40er Jahren konzipiert. Etwa zur selben Zeit, als das Verteidigungsministerium für die CIA die Niederlassung von Hexacore Biogenetics in Kent Seat ermöglichten. Sie stellten den ersten tatsächlichen Biowaffentest dar, den die Regierung an ihren eigenen Soldaten durchführte und ist im Grunde die Mutter des Neo-Kami-Programms. Der Proband VJ2 namens Roland Reds war ein junger Armeeoffizier, der mehrere Missionen höchster Geheimhaltungsstufe erfolgreich abschließen konnte und später im Zweiten Weltkrieg für eine Kampagne rekrutiert wurde, die so waghalsig war und so stark unter Verschluss gehalten wurde, dass wir selbst heute nicht viel darüber wissen. Bisher ist VJ2 der einzige überlebende Proband. Er wurde einer solchen Fülle an Experimenten unterzogen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, nachzuvollziehen, wer ihm welche Stoffe in welchen Dosen verabreicht hat. Man könnte den Forschern mit ihren übereilten und organisierten Experimenten dafür die Schuld zuweisen. Sie kamen und gingen im Laufe der Jahre und ihre Arbeit resultierte letztendlich im gegenwärtigen Status dieser äußerst starkköpfigen und noch mit bemitleidenswerteren Kreatur. Aufgrund der Tatsache, dass die Aussicht auf Erlangen neuer Daten wegen des Halbwachkomas der Testperson äußerst gering ist, haben wir die Entscheidung getroffen, dass weitere Forschungen an diesem Dinosaurier zwecklos wären. Befehle: Reinigungsprotokoll an Proband VJ2 aktivieren. Der Proband wurde vor einigen Jahren aus dem Krankenhaus entlassen und residiert nun in seinem Heim in den Außenbezirken, um potenziellen Konflikten mit den übrigen anderen Probanden gegenwärtig in den Räumlichkeiten getrennt werden, vorzubeugen. Sie müssen den Hexacore-Verantwortlichen im bezeichneten Quadranten sofort benachrichtigen, damit er den Probanden innerhalb der nächsten Woche 48 Stunden für uns beseitigen kann. Keine weiteren Details. Ui, das doch ging. War schon schlimmer. Was war knapp? Okay, da will man dem sein Handgelenk und dann brecht die Hölle aus, nehme ich mal an. Immer erstmal einen Schritt zurückgehen. Das Lagersystem wird verwendet, um alle zusätzlichen Ressourcen, die ein Agent nicht mehr auf einer Mission tragen kann, sicher aufzubewahren. Du kannst sie dir dank der unterirdischen Verbindung zwischen den Hexacore-Anlagen bei jedem Terminal der Stadt zurückholen. Oh, geil. Das Heilsystem wird verwendet, um sicherzustellen, dass Hexacore-Personal stets mit den passenden Ressourcen ausgestattet ist. Über diesen Tab kannst du Gegenstände austauschen. Über diesen Tab kannst du... Achso, handeln? Lager, handeln? Geil. Über diesen Tab kannst du Hexacore-IDs-Tags zurückgeben, unter der Haupt-Hexacore-Agenten implantiert wurden. Dabei kannst du zusätzliche Informationen über die Agenten freischalten und manchmal eine Belohnung erhalten. Über den Speichern-Tab kannst du Fortschritte deiner Mission speichern. Alter, ich bin ganz am Anfang von dem Spiel erst.
Kann ich doch. Ein Kartoffelschachtel mit 44er Patronen. Ah, die machen wir uns Lager. Ich habe noch kein 44er Patronen. Drei Schuss machen wir uns Lager. Wir haben ja mehr wie genug dabei momentan. Handeln. Oh, hier kann ich mir dann erforderliche Objekte. Ah, da kann ich mal dann intauschen. Die Hohlspitzgeschosse gegen die normalen. Ah, da kann ich tatsächlich handeln. Das ist cool gemacht. Überbrückungskabel. Okay, geil. Was ist denn? Ja. Ich, was? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Soll ich suchen jetzt? Ich weiß nicht, wo es ist. Irgendwo unten auf der anderen Pfeife. Oder neben dem... Ich hab keinen... Mann! Warte mal kurz. Ich weiß nicht, wo es ist. Es muss irgendwo... Hier ist es nicht. So, jetzt bin ich schon einmal zusammengeschissen im Stream. Guck mich nicht so an! Oh! Schatz, ich bin live! So, komm ich, da sind wir raus. Servus Fabi, ganz mitgekriegt, dass du Otto bist. So, jetzt muss ich raus. Warum komme ich nicht raus? Was wollt ihr von mir? Hä? Warte, ich guck mal kurz, ich bin gerade komplett raus. Was sind nicht für Missionsziele? Ne, da steht's ja gar nicht. Hier steht's. Greife auf das Hive-Hexacore Intervision und tausche den ID-Tag aus. Ach so. Ich versuche nicht, warum wir diese verdammten Klamotten tragen müssen. Ich verstehe ja, dass die Firma für den sicheren Arbeitsplatz sorgen möchte, aber ich kaufe seit fünf verdammten Jahren in diesem lächerlichen Outfit herum, während meine Kollegen schicke weiße Mäntel und Stethoskope tragen dürfen. Und vom Geruch des Wasserwaschmittels wird mir übel. Wenn ich es mir recht überlege, sollte ich mich vielleicht doch nicht beschweren. Den Mist, den wir in das Essen der Patienten und den Wasservorrat der Stadt mischen, ist schlimmer als jedes Waschmittel. Viele von ihnen leiden bereits an den Nebenwirkungen. Manche davon sind so stark, dass es sogar schon Berichte über vorzeitige Tode gibt. Doch wenn ich ehrlich bin, will ich nicht mehr mit der Bürde leben, meinen Freunden, meine Familie anlügen zu müssen. Wenn ihre Geliebten der sogenannten Phantomkrankheit zum Opfer fallen, das überlasse ich lieber den Schönlingen Ninweis. Besonders wenn man es mit Familien zu tun bekommt, die genug von dem ganzen Ausreden haben und eine zweite Meinung hören wollen. Denn sobald die Firma gezwungen ist einzugreifen, kann es ganz schön unangenehm werden. Andererseits kann ich gut damit leben, einen fetten Scheck dafür zu kassieren und diesen Tieren ihr eigenes Gift einzuflößen. Das ist ziemlich klein geschrieben. Zumindest doch für ein paar Jahre, dann wird sich alles ändern und ich werde dafür meine Mühen belohnt. Davon bin ich überzeugt. Blablabla. What the hell is going on in this place? Secret control rooms? Continuous monitoring of the citizens of Keen Sight? How is it possible? Bleib du nur lean. Ich mache jetzt für die YouTuber einen kurzen Break und die Twitcher, es geht direkt weiter, ne? Also, an die YouTuber und euch, dranbleiben, Daumen hoch, abonnieren, bis zur nächsten Folge, euer MDS Gaming. Ciao!